Herzlich willkommen. Es ist Marriage Week, die Woche der Ehepaare. Jedes Jahr vom 7. bis zum 14. Februar vor dem Valentinstag. Und jetzt im Jahr 2022 bieten wir zum zweiten Mal ein Videomagazin zur Marriage Week an. Wir, das sind Susanne und Markus Mockler. Wir sind seit 35 Jahren verheiratet und gehören zum Leitungskreis der Marriage Week Deutschland. Wir haben ein besonderes Thema in diesem Jahr, das heißt Kostbarzeiten. Also nicht Kostbarkeiten, es ist sehr kostbar, sondern Kostbarzeiten. Die Zeit, die wir als Paar miteinander verbringen, die ist kostbar und dazu wird es in diesem Magazin jede Menge Anregungen geben. Wir haben zum Beispiel Georgia und Holger Mix dabei. Die zwei haben ein Buch mit dem Titel Kostbarzeiten geschrieben. Und Sie wissen wirklich aus eigener Erfahrung, wie wichtig das ist, sich diese Zeiten zu gönnen, denn Sie haben ein bewegtes Leben. Holger ist Leiter der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Gütersloh, ist dort Pastor, und seine Frau Georgia ist Autorin, Referentin. Sie ist viel unterwegs und zugleich auch Beraterin in eigener Praxis. Und die beiden haben auch noch drei Mädels. Ein volles Leben und da muss man schon gucken, wie kommen wir zu Kostbarzeiten. Ihr dürft gespannt sein. Ja, dann haben wir im Magazin auch noch zwei junge, talentierte Sängerinnen, Inken und Jessie. Die bringen Lieder zum schönsten Thema der Welt, zur Liebe. Und wir haben vier Paare gefragt, was sie in ihrer Freizeit am liebsten machen, wie sie ihre Partnerschaft stärken. Die Paare sind total unterschiedlich, die Antworten sind total unterschiedlich. Faszinierende Antworten und inspirierende Antworten. So, und jetzt geht's los mit einem Liebeslied von der jungen Songwriterin Inken. You're exactly my type of falling. Never ever wanna live without you. I like to hug you because your heart gives me some strength. Some strength I've never had before. I like to talk to you because your words always pull me up. Whenever I am thank you.
wohl der Glückliche ist, für den sie diesen Song geschrieben hat? Schön. Als nächstes kommen wie versprochen Paare zu Wort, die uns aus ihrem Leben erzählen, wie verbringen sie ihre kostbaren Zeiten. Die einen sind schon fast 60 Jahre ein Paar und das andere Paar ist erst oder gerade mal seit 3 Jahren verheiratet und die erzählen uns eine mega witzige Idee. Also wir beide sind 54,5 Jahre verheiratet. Die meisten Morgende fangen wir gemeinsam an und zwar mit Bewegung. Wir laufen am See entlang, ungefähr eine halbe Stunde hin und zurück, machen Gymnastik am Wald an einer Schranke, unterhalten uns, sagen uns, was uns gerade bewegt. Und wenn einer mal keine Lust hat, weil er müde ist, dann motiviert ihn der andere und sagt, ach komm, mach mit, okay. Ja, das stimmt. Ich meine, ich bin inzwischen 82 Jahre alt und da kommen schon manchmal so Bequemlichkeitserscheinungen, wo ich mir sage, kann ich das heute lassen, sparen oder na, dann sagt sie, komm doch mit. Und ich komme so gerne mit, weil ich eben einfach begeistert bin, mit meiner jugendlichen Frau draußen laufen zu können. Und die Nachbarn grüßen freundlich und wir haben immer schon Leute, die wir wieder treffen mit Hunden und so weiter, ein kleines Gespräch. Und außerdem lösen wir unsere Tagesprobleme auch, wie wir das machen wollen, wann wir im Zeitabschnitt das eine machen, das andere machen. Also es löst sich sozusagen beim Laufen das Tagespensum. Ja. Richtig. Ist es so? Ist so. Ist so. Wir sind Leonie und Sam mit Rosalie und wir haben einmal im Jahr ein ganz besonderes Date. Und zwar sind wir echte Schwaben, wie man wahrscheinlich auch hört. Wir haben uns gedacht, warum Hochzeitsanzug und Brautkleid nur einmal im Leben anziehe und dann nie wieder. Deshalb stellen wir jedes Jahr an unserem Hochzeitstag ein Bild von uns in Hochzeitsanzug und Brautkleid nach. Genau, also ich binde mir dann jedes Jahr wieder einen Blumenkranz und dann ist irgendwie total schön und in unseren Kleidern, in unseren Outfits, einfach kommen so die Gefühle nochmal auf und wir blenden euch auch die Bilder hier nochmal ein und das ist natürlich voll die schöne Erinnerung, wenn dann irgendwann in 50 Jahren die ganze Wand voll ist mit dem Hochzeitsbild. Und ein Vorteil hat das Ganze natürlich auch noch, das ist immer eine kleine Motivation für uns, dass wir unser Gewicht halten, damit wir auch im nächsten Jahr noch in unsere Outfits passen. Können wir auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Na, wie lange das wohl gut gehen wird mit dem Hochzeitsanzug und dem Hochzeitskleid. Ja, also wir könnten das heute nicht mehr machen. Aber es liegt schon daran, dass Markus seinen Anzug gar nicht mehr hat. Und eigentlich auch seinen Anzug nie hatte. Denn er hat es tatsächlich geschafft, am Tag unserer Hochzeit daneben zu greifen. Der Anzug war aufbewahrt im Kleiderschrank des Papas, vielleicht bei manchen so. Aber Markus hat es geschafft, den Anzug seines Vaters zu greifen, anstatt seines schönen, neuen, guten, neu gekauften Anzugs. Und so hat er eben im falschen Anzug geheiratet. Und hinterher haben wir seinen guten Anzug einfach einem Freund gegeben, der kurz drauf geheiratet hat. Und mein Hochzeitskleid gibt's leider auch nicht mehr. Das war wie Markus' Anzug secondhand. Und irgendwann war es so vergilbt, dass ich keine Lust mehr hatte, es noch aufzuheben. Heute denke ich manchmal schade, aber so ist es ja, jetzt halt. Ja, aber wir könnten es auch nicht mehr tragen. Ich glaube, wir haben so ein, zwei, zweieinhalb Kleidergrößen mehr als damals. Es würde nicht mehr funktionieren. Hauptsache, der Ehering passt noch und den tragen wir jetzt seit über 35 Jahren. Das ist wunderbar. Ja, man konnte ihn weiten. So, jetzt kommt aber unser Hauptbeitrag von Holger und Georgina Mix zum Thema Kost. Paar Zeiten. Susanne hat sie vorher vorgestellt. Zwei Menschen, die sehr aktiv sind, die sehr im Leben stehen und gleichzeitig mit Familie und Beruf es noch schaffen, sich Zeiten rauszureißen oder zu isolieren, nur für sich als Paar. Und wie sie das machen und was sie dabei machen, das erzählen sie uns jetzt. Etwas Kostbares gibt man nicht so schnell her. Das hütet man wie ein Schatz. Und genau das ist Partnerschaft für uns.
mega kostbar. Meinen Arbeitsplatz, den habe ich schon mal gewechselt, aber meine Frau, die wollte ich nicht so gerne hergeben. Und trotzdem, im Laufe der Zeit haben wir gemerkt, dass wir manchmal mehr funktionieren, als dass wir das Leben miteinander schätzen. Funktionieren ist auch toll, wenn wir morgens aufstehen, der eine kümmert sich um Kinder, der andere macht Frühstück. Das läuft wie geschmiert. Und trotzdem ist für uns Partnerschaft mehr. In einem berühmten Zitat heißt es, Liebe besteht nicht darin, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in die gleiche Richtung blickt. Und da ist sehr viel Wahres dran. Gemeinsam in eine Richtung zu blicken, das ist gut und notwendig für eine kostbare Beziehung. Aber es ist auch nur eine Seite der Liebe. Denn um gut gemeinsam in eine Richtung blicken zu können, brauchen wir die Zeiten, wo wir uns anschauen, wo wir uns wahrnehmen können, wo wir uns zuhören können, neu kennenlernen dürfen und damit in Verbindung bleiben. Und genau diese Momente nennen wir Kostpaarzeiten. Einander ansehen und wahrnehmen. Ich erinnere mich noch gut, als wir vor einiger Zeit essen waren. Nach dem Dessert, wir schauten uns so an und ich dachte, das ist es doch, was ich eigentlich will. Zeit mit meiner geliebten Frau zu verbringen, mit der Person, die mir so unendlich wertvoll ist, die ich nicht hergeben will. Warum machen wir das so wenig? Warum gerät uns das immer wieder aus den Augen? Na klar, weil alles andere immer so viel Raum einnimmt. Der Job, die Kinder, die Familie und all die anderen Dinge, die uns so umgeben. Eigentlich schade. Aber genau deswegen brauchen wir das, was wir Kostpaarzeiten nennen. Besondere Momente, wo wir eben nicht nur nebeneinander her funktionieren, sondern Momente, wo wir uns anschauen, einander wahrnehmen, um wieder diesen Schatz, um wieder diesen Wert der Partnerschaft ganz neu zu entdecken. Jetzt ist unsere Herausforderung, dass wir natürlich nicht immer essen gehen können und genau diesen Moment nicht immer teilen können. Aber wir brauchen in unserem alltäglichen Leben genau diese kleinen Momente der Kostpaarzeit. Und die beginnen bei uns im ganz Kleinen. Wir haben jeden Mittag, Holger ist Pastor und ist mittags zu Hause, haben wir nach dem Mittagessen unsere Cappuccino-Zeit. Und das ist eine Zeit, wo ich Holger wahrnehmen kann, wo ich hören kann, was ihn besorgt, was ihn bewegt, was ihn erfreut, aber vielleicht auch traurig macht. Und diese Zeit ist wichtig, damit ich mit Holger im Kontakt bleibe. Und gleichzeitig merke ich auch, wie wichtig es ist, dass ich mich ihm mitteile und dass ich erzähle, hey, ich brauche Hilfe in meinem Alltag, denn ohne dass ich ihm das mitteile, kann er es nicht erahnen. Ja, in dieser Zeit bekomme ich wirklich viel mit, was beschäftigt meine Frau und ich kann mich auch mitteilen, was beschäftigt mich. Ich bin Pastor und abends oft lange weg, deshalb fallen diese Zeiten, die viele haben, ganz natürlich weg. Und so haben wir uns ganz kreativ diese Cappuccino-Zeit gesucht, beziehungsweise irgendwie hat sie uns gefunden. Denn das war ganz natürlich eben unser Dingen. Und unsere Kinder wissen auch schon, das ist eine Zeit, in der sie uns lieber nicht stören sollten. Die gehört allein Papa und Mama. Und natürlich gibt es auch in jedem Alltag immer wieder die Momente, wo die Woche zu voll war und diese Cappuccino-Zeiten wegfallen. Und wir merken so schnell, wenn sie auf längere Zeit wegfallen, weil wir unausgeglichener werden und merken, hey, da fehlt uns etwas in unserem Alltag. Und wir sehnen uns erneut nach diesen Kostpaarzeiten. Ja, ich habe gemerkt, Rituale helfen in einer Partnerschaft oder gute Gewohnheiten können einem helfen, dass dieses Miteinander nicht verloren geht. Das brauchen wir und wir müssen immer wieder neu darum ringen. Vielleicht habt ihr ja solche Momente, ganz natürlich schon, wo ihr sagt, stimmt, das sind immer Momente, die uns gut tun, dann feiert das. Und wenn ihr sowas noch nicht habt, dann überlegt, was sind Dinge, die ihr miteinander vielleicht gerne macht, die euch so zufallen, ganz natürliche Zeiten, morgens, mittags, abends, wann auch immer.
Und die nutzt doch ganz bewusst als Kostpaarzeiten für eure Partnerschaft. Und für uns gibt es auch noch weitere Kostpaarzeiten. Es sind Zeiten, die unsere Freundschaft auch vertiefen. Hilfreich sind dafür gemeinsame Hobbys oder gemeinsame Unternehmungen, die uns beiden gut tun. Genau, bei uns zum Beispiel ist eine große Leidenschaft unser christlicher Glaube. Da bringen wir uns gerne ein in unserer Kirche. Wir arbeiten miteinander mit und wir merken, wenn wir so ein Ziel vor Augen haben, dass wir miteinander aber auch gestalten können, das bringt uns richtig viel. Und wir lieben es auch, das haben wir gemerkt, miteinander Bücher zu schreiben. Zum Beispiel kommen immer wieder junge Paare zu uns und wir unterhalten uns dann über Partnerschaft. Herausgekommen aus diesen Begegnungen ist unter anderem dieses Buch Kostpaarzeiten, ein Andachtsbuch für frisch Verheiratete. Wir haben dort all diese Erfahrungen aus den Begegnungen, aus den Gesprächen mit hineingepackt. Genau, aber so eine gemeinsame Unternehmungen oder Hobbys ist ein Teil, aber erst unsere Intimität macht uns zu einem Ehepaar und unterscheidet uns von anderen Beziehungen. Sie ist ein ganz wichtiger Teil unserer Partnerschaft. Und Zärtlichkeiten schenken uns eine Nähe zueinander, die durch nichts zu ersetzen ist. Und die Sache mit der körperlichen Intimität, mit der Zärtlichkeit zum Beginn einer Beziehung, da funktioniert das in der Regel automatisch. Aber wir haben im Laufe der Jahre gemerkt, bei vielen Paaren, da ist das gar nicht mehr so automatisch. Da ist vielleicht die Familie, die Kinder und all diese anderen Dinge, die einen Raum einnehmen. Und wir haben gemerkt, dass es Unterschiede gibt bei den Paaren. Und manchmal auch ganz klischeehaft zwischen Frauen und zwischen Männern. Männer brauchen häufig die körperliche Nähe, um emotional nah sein zu können. Bei Frauen ist es oft genau umgekehrt. Da hilft es häufig, die emotionale Nähe zu schenken, um dann miteinander körperlich intim zu werden. Und genau das kann natürlich viele Spannungen auslösen. Und hilfreich kann es dabei sein, vielleicht nicht auf den Moment der übersprudelnden Leidenschaft zu warten, sondern sich Zeiten dafür einzuplanen. Auch dafür. Und das klingt vielleicht erstmal gerade ganz unromantisch und mechanisch, aber bei vielen langjährigen Partnerschaften und gerade die, die auch Kinder haben, ist es oft ein Problem, Zeiten für diese Intimität, diese Nähe, dieser körperlichen Nähe zu finden. Und sich für diese Zeiten, kostbare Zeiten zu verabreden, kann daher sehr hilfreich sein. Übrigens, das gemeinsame Beten, das kann auch eine sehr intime Zeit sein. Bei vielen Paaren stellen wir das fest, körperliche Intimität kein Problem, aber miteinander zu beten, den Glauben so zu teilen, das scheint nochmal intimer zu sein. Und ich glaube, das ist auch so, weil das eine Ebene ist, die sehr, sehr persönlich ist. Und trotzdem, ich bin sehr dankbar, dass meine Frau immer wieder auf mich zukommt in unterschiedlichen Situationen, wenn wir vielleicht über etwas gesprochen haben und sie sagt, sollen wir nicht miteinander beten? Zum einen denke ich dann, das müsste doch von mir als Pastor gekommen sein, aber ich freue mich über diese Momente. Nicht immer habe ich Lust in dem Moment, ganz ehrlich, aber eins habe ich mir gesagt, wenn meine Frau auf mich zukommt und sagt, Holger, sollen wir miteinander beten, dann nehme ich diese offene Tür gerne an, um in diesen Raum dieser geistlichen Intimität einzutreten. Und natürlich brauchen wir neben diesen ganz alltäglichen und regelmäßigen Zeiten als Ehepaar auch besondere Highlights. Das kann zum Beispiel ein Wochenende sein, was wir als Ehepaar allein miteinander verbringen, um erstmal Raum und Zeit zu haben, neue Erlebnisse miteinander zu teilen, aber auch nochmal in einer tieferen Weise miteinander zu kommunizieren, uns darüber auszutauschen, über unsere Emotionen und unsere Gefühle. Und sowas braucht Zeit, um an diese Punkte zu kommen. Und diese Zeiten nenne ich ganz gerne
Herz-an-Herz-Zeiten, weil sie für mich so verbindend sind, mit dir dort im Austausch zu sein. Ich erinnere mich noch gern an unser letztes Ehewochenende, was wir hatten, wo wir einfach Zeit hatten, miteinander. Erst manchmal gar nicht so leicht, in diese Gespräche einzusteigen beim Essen, wenn einen gar keiner stört. Aber dann so nach und nach nähert man sich an so einem Wochenende an. Und das war wirklich richtig schön. Und ich denke gerne noch dran zurück und ich freue mich schon jetzt auf das nächste Ehewochenende, an diese Zweisamkeit, an diese kostbare Zeit. Und wir beide müssen da wieder aktiv werden. Wir müssen die Zeit festlegen, wir müssen das planen. Manchmal schon ein Jahr im Voraus, weil wir aufgrund unserer Verpflichtungen eben nicht so spontan sein können. Und deshalb haben wir miteinander die Entscheidung getroffen, wir sind es uns wert als Paar. Du bist es mir wert, dass ich mit dir Zeit verbringe, die ich lange vorher schon plane. Und deshalb entscheiden wir uns ganz bewusst, und das ist der erste Schritt, wie wir, glaube ich, zu diesen Kostbarzeiten kommen, wir entscheiden uns ganz bewusst, wir wollen das miteinander, weil wir wissen, dass es uns gut tut. Und das Zweite ist, plant diese Zeiten ein. Mir hat das total viel bedeutet, als du vorgeschlagen hast, lass uns diese Ehezeiten von der Freizeit her planen. Das heißt, das sind die ersten Termine, die in unserem Kalender stehen und der Rest, der darf sich füllen mit den anderen Terminen. Das braucht bei uns ein bisschen Vorausplanen, aber wir planen gerne voraus, weil es so wichtig ist, dass wir diese Zeiten miteinander haben. Und wir hoffen nicht erst auf freie Zeit, die sich irgendwie vielleicht ergeben könnte. Am besten beginnt doch mit dem, was ihr eh schon miteinander gerne macht. Bei uns war es diese Cappuccino-Zeit, wo wir gemerkt haben, Mensch, das ist etwas, was uns gut tut und was uns verbindet. Und wenn ihr dann diese Zeiten festgelegt habt und geplant habt, dann verteidigt sie beide zusammen. Denn wichtig ist, unser Nein an andere, an Freunde, an die Arbeit und an Anfragen, die beinhaltet auch immer ein Ja für unsere Partnerschaft. Und dann gestaltet die Zeiten. Jeder von euch hat unterschiedliche Begabungen. Nicht jeder muss alles schön dekorieren können oder romantisch machen oder jeder muss kochen können. Aber jeder von euch hat doch besondere Leidenschaften, besondere Gaben und damit verbunden auch besondere Aufgaben. Oder aber ihr habt Sehnsüchte. Besondere Sehnsüchte, was ihr erleben wollt in der Partnerschaft. Dann macht euch auf, genau diese Sehnsucht zu gestalten. Füreinander und dann auch miteinander. Und dann sind wir herausgefordert, uns vorzubereiten auf diese kostbaren Zeiten. Ich darf mich attraktiv machen, ich darf mich schön machen, ich darf mich vorbereiten auf diese Zeit und darauf hinleben. Und umgekehrt natürlich auch. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass das, was ich von dem anderen erwarte, dass ich das selbst hineingeben muss in die Beziehung, damit es gelingt. Wenn ich mir wünsche, dass meine Frau mich wahrnimmt, dann sollte ich sie auch wahrnehmen. Und so brauchte ich länger, um das bei mir zu erkennen. Aber ich weiß, dass Selbstfürsorge etwas ganz Wichtiges ist. Zum Beispiel, wenn es eben irgendwie geht, nehme ich mir vor unserem Sommerurlaub Zeit, ein paar Tage mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Nach einem längeren, stressigen Arbeitsjahr hilft mir das, runterzukommen, anzukommen bei mir selbst. Dass ich dann im Sommerurlaub zum Beispiel bei meiner Familie und auch bei meiner Frau ganz da sein kann und mit ihnen diese Zeit genießen kann. Und erst fand ich das auch gar nicht einfach und es forderte mich auch heraus, dir diese Zeiten zu ermöglichen. Aber ich wusste, letztendlich tut es dir gut. Und dann tut es auch mir gut. Und im Grunde auch dadurch unserer ganzen Familie. Denn es hat die Qualität unseres Urlaubs gesteigert, weil wir weniger gestritten haben und weil wir schneller miteinander in Kontakt kommen konnten. Miteinander immer wieder kostbare Zeiten einzulegen,
Das ist für uns unendlich wichtig, für eine wertvolle, für eine kostbare Partnerschaft. Aber das klappt nicht immer. Das klappt sogar häufig nicht. Und was tut man, wenn es nicht klappt? Naja, einander sich aufhelfen, vergeben, aufrichten und dann miteinander weitergehen. Partnerschaft, das ist hoffentlich ein Langstreckenlauf. Und dazu braucht es manchmal Humor, auch eine gewisse Leichtigkeit. Und immer wieder Mut, neu anzufangen. Und auch wenn man schon vieles probiert hat, was nicht funktioniert hat, dann war es vielleicht nicht das, was der Partnerschaft gut tut. Oder man braucht einfach etwas länger. Man muss einfach dranbleiben. Und wir brauchen so viel Zeit, um lesen, rechnen und schreiben zu lernen. Und Partnerschaft, das ist noch eine Projektnummer größer. Also habt viel Mut, dabei zu bleiben. Etwas Kostbares, das gibt man nicht so schnell her. Das hütet man wie einen Schatz. Und Partnerschaft, das ist etwas Kostbares. Und so wünschen wir euch ganz viele dieser kostbaren Zeiten und darin Gottes Segen. Jetzt empfehlen wir Ihnen, das Video an dieser Stelle mal anzuhalten. Einfach kurz die Stopptaste drücken und ein paar Minuten kostbar Zeit nehmen. Unterhalten Sie sich über diese Fragen, die Georgia und Holger uns hier gegeben haben. Und ja, haben Sie eine kleine Zeit zu zweit. Die Zeit soll kostbar sein, deswegen so ein bisschen als Regel, wie wir miteinander reden, bitte wohlwollend und wertschätzend und liebevoll, nicht die Kiste mit den Vorwürfen aufmachen und sagen, das und das klappt ja bei uns gar nicht, sondern einfach deutlich machen, das ist für uns kostbar und das können wir miteinander kultivieren und dadurch haben auch wir beide miteinander hoffentlich künftig bessere Kostpaarzeiten.
Das war spannend. Georgia und Holger haben uns erzählt, wie sie Tiefgang miteinander erleben, wie sie ihren Glauben gemeinsam im Alltag praktizieren, Zeit mit Gott haben. Und jetzt kommt ein Paar, das da ganz ähnlich tickt und uns erzählt, wie das praktisch bei ihnen aussieht. Und auch noch ein ziemlich junges Paar, die eine sehr originelle Idee für Kostpaarzeiten haben. Hallo zusammen. Wir sind Rainer und Kerstin Knaack, leben am Bodensee und haben den Noah, die Anna, an unserer Seite mit ihren 8 und 6 Jahren und dürfen seit 2005 unsere Ehe feiern und pflegen. Und wir stehen jetzt gerade hier auf unserer Baustelle und dass eure Ehe keine Baustelle wird, ist es einfach super wichtig, dass ihr sie regelmäßig pflegt. Und unsere Pflegezeit in der Ehe sieht so aus, dass wir versuchen, es klappt nicht jeden Tag, aber an vielen Tagen, dass wir, bevor wir aufstehen, zusammen beten. Manchmal ist es mit den Kindern, manchmal ist es ohne die Kinder, aber das Gebet als Ehepaar ist ein richtig großer Schlüssel für eine Pflege. Ja, das lautet tägliche gemeinsame Gebet. Und es ist nicht zu unterschätzen. Gleichzeitig, wenn wir euch jetzt schätzen lassen würden, wie viele Christen laut Statistik weltweit überhaupt Gebrauch davon machen? Sind es leider nicht sehr viele. 4%. Wir haben vor 9 Jahren ungefähr einen Dienst gegründet, eine Ministry namens Relate Works und in dem Zuge auch ein Nachschlagewerk übersetzt. Darin wird es noch weiter erläutert, warum, wieso, weshalb es so, so wichtig und unerlässlich ist. Also das ist für uns auf jeden Fall eine Kostpaarzeit, die wir haben und genießen und pflegen. Und wenn ich daran denke, was wir ausbauen wollen würden, können wir sehr gut vorstellen, als Paar auch mehr und mehr das Abendmahl zu feiern. Um da die, ja, auch die Dreieinigkeit in unserer Ehe mehr und mehr auszubauen, zu pflegen. Somit wünschen wir euch ganz viele Ideen für eure Kostpaarzeit und hoffen sehr, dass ihr mit dem Gebet startet. Liebe Grüße. Gutes Gelingen, es lohnt sich. Hallo zusammen, wir sind die Anna und der Tobi. Wir sind Deutsche, die Anna ist in Rumänien aufgewachsen, ich in Deutschland. Und jetzt wohnen wir in der Schweiz. Wir sind seit 2,5 Jahren verheiratet. Und haben uns schon, also für mich war eben sehr wichtig, dass wir Dates zusammen machen, dass wir uns gegenseitig überraschen und verschiedene, also Zeit zusammen verbringen einfach. Und in Neuseeland, als ich da mal war, habe ich ein paar getroffen, die eben das Alphabet-Dating machen. Und da habe ich mir damals gesagt, das muss ich auch mal mit meinem Mann dann machen oder mit meinem Freund eben. Und so haben wir das dann auch angefangen vor ein paar Jahren. Als wir noch befreundet waren und machen es immer noch. Und es ist eine sehr coole Aktion und der Tobi erklärt euch gerade, was es genau ist. Beim Alphabet Dating ist es so, dass man versucht, das Alphabet durchzudaten. Man teilt sich die Buchstaben auf, so haben wir es zumindest gemacht, immer abwechselnd einen Buchstabe und man muss sich ein Date dazu ausdenken. Als praktisches Beispiel hat zum Beispiel die Anna beim A das Ausreiten genommen und dann sind wir am Nachmittag ausreiten gegangen. Und so wechselt man sich ein bisschen ab. Man kann auch mal einen Buchstaben tauschen. Wenn wir sagen, ich habe eine coole Idee für M und das ist aber eigentlich Annas Buchstabe gewesen. Und sowas haben wir dann auch immer wieder mal gemacht. Und das Coole daran ist, dass man eben immer einen Überraschungseffekt auch drin hat, wenn man nicht weiß, was der andere jetzt planen wird, den nächsten Buchstabe. Man weiß, es ist vielleicht Buchstabe C gerade dran, aber man weiß nicht, was der andere ja da geplant hat. Und das Abwechslungsreiche, also das, dass man eben sich immer abwechselt, ist auch sehr schön, dass jeder eben was vorbereiten kann und nicht nur der Mann irgendwie die Dates planen muss. Ja, und wenn man mal keine Idee hat, dann geht man einfach schön essen. Wir tun immer noch, wie die Anna gesagt hat, das Alphabet-Dating machen. Wir sind gerade irgendwann am Ende, also es hat auch bei unten eine Zeit lang gedauert, bis wir durch waren. Jetzt haben wir noch 4 Buchstaben, X, Y und Z und so, das ist auch ganz schön knifflig manchmal. Aber da könnt ihr ja selber kreativ werden und euch was Cooles ausdenken. Es macht auf jeden Fall sehr Spaß und wir können es auf jeden Fall weiterempfehlen. Es bleibt immer spannend. Viel Spaß dabei! So, gute Ideen haben Sie jetzt bekommen, wir alle bekommen. Jetzt geht es an die Umsetzung. Die Frage ist natürlich, wie schaffen wir das jetzt tatsächlich im Alltag? Also, wir geben hier mal eine Anregung weiter. Sie könnten sich zum Beispiel einfach so ein Schraubglas nehmen und
Zettelchen, zwei verschiedene Farben, jeweils 5 Zettel. Magst du die gelben, ich die blauen? Und dann kann jeder auf die 5 Zettel einfach mal 5 Ideen schreiben. Machen wir es mal mit 3. Ich schreibe zum Beispiel, ich hätte gerne einen Spieleabend, Scrabble. Oh, ich liebe Scrabble. Markus nicht so doll, aber wenn ich mir es wünsche, dann spiel das vielleicht mit mir. Scrabble-Abend, ja? Schmeiß ich hier rein. Und ich hätte gerne einen Wellness-Abend mit einer schönen Massage. Und ich hätte gerne, dass du mit mir mal einen Vorleseabend machst. Vielleicht können wir ein schönes Ehebuch zusammen lesen. Und genau, Vorleseabend. Die 3, was wünschst du dir? Ich darf mir auch was wünschen. Ich würde gern mit dir mal eine Radtour machen am Fluss entlang. Oh, das fände ich klasse. Cool. Und dann würde ich furchtbar gern mal wieder mit dir ins Kabarett gehen. Und naja, ich würde eigentlich auch gern mal mit dir wieder, sagen wir, ein bisschen früher ins Bett gehen. So. So, jetzt also, haben wir unsere Wünsche im Glas. Genau, dann kann man auf das Glas noch einen Aufkleber drauf machen. Unser Wünscheglas. Und jetzt können wir die nächsten Wochen, jede Woche abwechselnd einen blauen und einen orangenen Zettel rausholen und uns gegenseitig unsere Wünsche erfüllen und damit super schöne Kostpaarzeiten verbringen. Ja, also eine Anregung von uns, einfach mal ausprobieren, mehr Spaß, mehr Freude in den Partnerschafts- und Ehealltag hineinbringen. Das ist der ganze Sinn der Übung. Und jetzt gibt's noch mal ein tolles Lied. Jesse wird uns ebenfalls ein Lied zur Liebe singen. In every breath you take, and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every move you make, every step you take, I'll be watching you.
watching you, and I'll be watching you. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every I'll be watching. Schön. Hätten Sie gerne mehr schöne Veranstaltungen für Ehepaare? Suchen Sie vielleicht Beratung oder Eheseminarangebote? Dann schauen Sie bitte unbedingt auf der Seite der Marriage Week www.marriageweek.de. Da werden Sie bestimmt fündig. Ja, und jetzt geht unsere Sendung schon zu Ende. Aber Ihre Kostpaarzeiten, die fangen jetzt erst so richtig an. Und wir wünschen Ihnen, dass Sie ganz viel von dieser Sendung, von den vielen Ideen, die präsentiert wurden, mit hinübernehmen in Ihren Alltag als Paar. Dass Sie mehr Spaß miteinander haben, dass Sie mehr Tiefgang miteinander erleben, dass Sie Qualitätszeit miteinander haben und sagen, das hat uns jetzt wirklich ein Stück weitergebracht und weitergeholfen. Wir wünschen Ihnen noch eine wundervolle Marriage Week, freuen uns, dass Sie dabei waren. Herzlichen Dank und sagen Adieu. Adieu.